Hallo, wir sind zurück bei Borderlands mit der kleinen Kackbratze hier. Hallöchen! Wo ist er? Ach, da ist er. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich gerade so eine Epileptiker-Maus-Anstellung hab, fickt euch, weil ich's kann. Hey, Julian. Falsche. Nein, wir spielen nicht. Ach gut, wir müssen dazu sagen, wir haben offscreen, zwecks schnellerem Vorankommen, ein-, zweimal den Bunker gefarmt. Dürft man am Level sehen, glaube ich. Wir haben zwei neue kleine Waffen, nicht keine große Veränderung. Sniper mit 1290 Schaden, Sniper mit 1200 Schaden, Raketenwerfer und ein MG. Das ist mir drauf geklatscht. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm. So, wir nehmen mal wieder alle Questen an, um zu sehen, was da so. Du musst ihn finden und mir die neuen Piepen zurückholen, die er mir schuldet. Er und hat eine. Mikrogerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Ich habe neuerdings eine Transfusionsgranate drauf. Sobald das Ding Gegnern Schaden macht, bekomme ich Leben. Hast du die gekriegt schon? Ja, habe ich vorhin gedroppt. Okay. Nimmst du gerade alle Quests an? Ja, und ich habe mich bei diversen Online-Seiten registriert und habe jetzt Leute ebenfalls. Die Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Wir reden erst mit denen in Sanctuary. Ja, mach du die beiden da hinten, ich mach die anderen beiden. Ja, ich mach Markus und Moxie. Moxie, die geile Alte, ne? Wie gesagt, ich habe Roland? Du hast nebenbei? Oh. Wir waren nicht auf deinem Level. Klappe mal. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Ich hätte mich gerne mal die Audiologs drauf von den Typen, die reden. Warte mal, ich rede jetzt noch mit Scooter und Moxie oder red mit Scooter oder sag Bescheid vorher. Achso, Ich hab mich gern das drauf, was sie sagen. Ich sag dir, Mann, ich werd nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann, jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Okay. Alles klar, Moxie, du geile Schnitte, ich hab was für dich. Jack hat Roland getötet? Verdammt! Er hat mir mit Mr. Shank geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen. Was? Hilfe? Also, das ist eine lange. Willst du mich verarschen? Nein, das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. Alter, ich sag noch, ich will das Scheißding drauf haben. Aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer. Nein, es nervt. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wisse, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpass ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Keine neuen Jobs. Schade. Weißt du, was an dir super ist? Du stellst keine Fragen. Wenn du mir ein paar Kreaturenkörperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das wäre spitze. Okay. Nee, ich geht auch hier einfach mal von der Story her was hören. Es nervt einfach, wenn du alles wegklickst. Das war doch gar keine Story. Doch, das gehört zur Story. Ich hätte es trotzdem gerne gehört, weißt du? Also, machen die Questen von unten weiter. Von unten nach oben. Von unten nach oben. Ja, wie gesagt, die Bomben. Sobald ich einem Schaden zufüge, bekomme ich Leben dazu. Wir müssen Pornohefte suchen. Na dann. Schreib irgendwann mal weiter! Und ja, die Sniper ist fabulös. Was ist denn das für eine LMG? Das ist deine Mama. Der hat mein Dildos in den Arsch gestopft, dann drückt man sie kräftig und schießen die hinten raus. Laufen. Ach fuck. Ich würde das nicht rushen, wir knallen weg, ne? Was ist denn das? Keine Ahnung. Pornohüften sammeln. Ja, also mach du mal einfach mal, ich geh dir richtig.
Hm. Du hast doch gerade eben irgendwas gesagt, dass wir sollten nicht so rushen. Nee, wir rushen ja auch. Alter! Mein Schild wird gerade pulverisiert. Da! Ist das echt ein Bandit, der mit einem Roboter Löffelchen macht? Das ist abgefahrene Kunstscheiße, mein What Freund! What the fuck? Die Bräute lieben das! Das muss unbedingt in mein Gedicht. Roboter-Sex! Die Bräute lieben das, okay. Nico, das nächste Mal im Club? Bock auf Roboter-Sex? Ne. Willst du mir den Penis einspielen? Habe nicht genug Öl. Das zieht nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das zieht. Scheiß drauf! Try! Achso, kenne ich ein, zwei Leute, die was dagegen haben. Yay! Ich hab die Pralhefte! Im schlimmsten Fall kann ich mir damit die Zeit vertreiben! Ah! Stell das bitte nicht bildlich vor. Wetten, du so ein Typ, Loch ist Loch. Sprache an, fick dir die Gasleitung. Oh, das sind geile Klebegranaten, die einfach folgen. Fuck. Ja, Leute, nicht rückwärts laufen, wenn eine Klippe in der Nähe ist. Dieser Bandit hat sich an seinem eigenen Grabstein erhängt. Das ist düster, das ist deprimierend. Ich hab keine Ahnung, wovon ich rede. Das ist perfekt. Das kommt ins Gedicht. Okay, mein Gedicht ist fertig und vollendet und so. Komm her, dann lese ich's dir nicht vor. Der Probleme, der Typ. Leute, das kommt mal raus, wenn man alle Drogen gleichzeitig nimmt. Ich hau mal ab, ne? Ja, ich bin neben dir. Ich hab ohne Schild. Wenig Schaden. Ich hab es mitbekommen. Ah, die machen gleich weiter, ne? Nächste Quest ist dann mal... Wir müssen noch zu Scooter. Ja, ich würde erst von unten erst alle machen, dann sein Crew abliefern. Achso, okay. Ja, dann... Sammle Spider-End-Teile, Teil 1. Oh, wen operiert er damit um? Was wird das? Eine heißgeliebte Umarmung? Was geht's denn? Wir müssen für den Doc Kreaturenteile sammeln. Julian? Ja? Geh zurück. Wieso? Wir nehmen den anderen Portteil einfach dahin. Und dann laufen wir jetzt einmal durch das ganze Gebiet dadurch. Okay. Wir teleportieren uns wohin? Keine Ahnung, wo uns das halt sagt, dass wir hin müssen. Ja, da. Ist nämlich ein Ticken schneller. Deine Mutter ist ein Ticken schneller. Deine Mutter ist. Boah, der ja. Klebt unter der Tischdecke, ey. Makes no sense. I don't care. Oh, you don't care. I love it. Ach, Clarice. Clarice? Ja, so nenne ich dich jetzt. Komm damit klar. Clarice. Wir sind leider nicht ganz bei Ding hier, wie heißt? Wie schreibst du immer? Wie inkompetent bist du eigentlich? Wie inkompetent bist du? Ach fuck, wir kommen da nicht durch, ne? Ja. Ich will einfach schauen, was es schafft, ein Auto in dieses Ding einzuparken. Ah, die wichsen einen wieder voll. Hart eklig. Diese Spider-Ein-Teile sehen sehr gut aus. Und sie werden verdammt gruselig aussehen, wenn ich sie benutze. Noch ein Ding. Oh, leck mich am Arsch, ey. Das ist meine Granate, Junge. Nico kriegt aufs Maul. Übrigens, Nico, ich muss dir mitteilen. Nächste Quest. Mein Hund in Torchlight 2 heißt Nico. Danke. Du bist eine räudige Töle. Wenn ich Minecraft einen Hund hab, werde ich mich dafür bedanken. Du wirst in Lava baden. Ey, er ist noch nicht gestorben bisher. Nee, der Hund wird in Lava baden. Ich werde ihm ein Namensschild aufgeben. Und ich werde in Lava baden.
Wo müssen wir hin? Doch. Leit mal die Reise ein. Das ist doch eine Quest. Erreicht den Tod. Ja, haben wir schon mal gemacht, oder? Was für eine Quest ist da? Erreicht den toten Briefkasten. Habe noch nicht gemacht. Holst du dir kurz? Bin auf dem Weg. Kann man hier nochmal reisen? Ich bin das Ding da. Ach, da. Monster Mix Teil 1, sicherische Freiheit. So, das ist alles ein Sanctuary. Ich hab schon eine Quest ausgewählt, eine neue, ist ja klar. Achso. Finde Kai. Warte kurz, hier ist eine Quest noch. Lass es mir machen. Ich hab Stephen Hawkings gefunden, Alter, komm her. Naja, ich brauch dich kurz. Dingi, wie porte ich mich zum Fahrzeug? Du gehst an das Ding rein und auf. Versteck für uns ausräumen. In den Highlands haben wir einen toten Briefkasten mit den Einzelheiten. Hol sie dir! Auf dann zum Fahrzeug teleportieren. Ah ja, dann. Okay, steig aus. Und da gibt es Essen. Stephen Hawkins. Julian? Weißt du, was ich scheiße an der Granate finde? Nein. Warst du gerade weg? Ja. Oh. Guck mal. Wirf. Mach's gut, Perry! Werfe Granate! Das Geile ist... erreicht den toten Briefkasten, mussten der? In den Highlands. Das Geile ist, die springt so lange rum, bis sie Gegner findet. Also, im Grunde... Hätte ich mich jetzt nicht herporten müssen, oder? Doch, für Stephen Hawkins. Julian? Was? Ich hätte die Reise jetzt nicht irgendwie einleiten können oder so, ne? Nö, nee, aber wir brechen jetzt auch gleich die Aufnahme ab, weil ich gehe jetzt essen. Ja. Was machst du nur? Hinten müssen wir lang. Nächster, da vorne ist Questzeichen. Ja, können auch porten mit dem Ding. Ja dann. Ja, ich bin am Laufen. Wir treffen uns bei Eddie. Oh. Oh ja, ihr seht, meine Fahrkünste sind wieder bombastisch. Ja. Ah, Noob! Bleib stehen! Nein. Da wird wohl jemand sterben. Oh, wie süß. Du steigst hier nicht ein. Jo, so. Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodak und ich lasse mich nicht gerade umgefahren. Nein! Würde ich nicht tun, ich habe eingepackt. Naja. Spinnen voraus! Die leben nicht lang. Komm! Das tut bestimmt nicht gut. Ich level uns, weißt du? So dermaßen. Ellie, ein zweites Arschloch schießen? Nein, doch nicht. Nein. Warum bist du jetzt? Ja, weil ich es kann. Das ist aber ungeil. Was ist das hier? Das sind drei Missionen, ne? Jupp, den machen wir das nächste und nehmen wir alle an. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Das machen wir beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und danke fürs Zuschauen.